Wir gehen jetzt in den Winterschlaf. Wir haben eine ganz besondere Aufhängtechnik entwickelt. Ich habe gerade ein bisschen die Decke auf dem Kopf. Es ist noch so warm. Und auch krass. Ahoi ihr Lieben, wir sind Elena und Ben. Zwei endlose Träumer, ziemlich chaotisch und am liebsten ganz, ganz große Entdecker und Abenteurer. 2019 haben wir alles verkauft und gespendet, was wir hatten und uns vor 2 Jahren auf die Reise unseres Lebens gemacht. Jetzt stecken wir mitten in unserem größten Abenteuer, mit dem Wind nach Hawaii. Und das auf so vielen Umwegen wie möglich. Denn die Welt ist bunt und verrückt und wir wollen nicht ein einziges Fleckchen von dieser wundervollen Erde verpassen. Also willkommen an Bord und schön, dass ihr uns auf unserer Reise durch die Welt begleitet. Die letzte Nacht ist vorüber. Wir sind fast da. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir nochmal ankommen? Wir gehen jetzt in den Winterschlaf. Wir sind jetzt hier angekommen in unserem kleinen Winterquartier. Wir haben eine Mooringboje hier gemietet für 90 Euro im Monat. Ist also voll der faire Preis und genau, war wesentlich günstiger und trotzdem geschützter als die Marine, die wir so gefunden haben. Das ist das Low-Budget-Winterquartier. Und wie fühlt es sich an, jetzt zu wissen, dass es erstmal hier bleibt für lange Zeit? Nervt mich die ganze Zeit mit der Kamera und ich muss eigentlich steuern. Also, Ach, Oana steuert schon alleine. Ja, genau. Die steuert uns gleich gegen den Felsen. Ja, irgendwie komisch zu wissen, wir werden jetzt einige Monate hier bleiben. Wir sind ja seit Anfang des Jahres unterwegs und waren hier länger als 1-2 Wochen irgendwie an einem Ort. Und jetzt werden wir schon einige Monate hier bleiben. Und irgendwie ist es auch mal schön, eine kleine Pause zu haben, irgendwie von diesen ganzen dauerhaften Reisen, aber irgendwie ist es auch ganz schön komisch. Willkommen in Ohanas Winterlager. Wir sind da! Wir sind da! Schön machst du das, Benni. Ja, wir sind ja gestern in der neuen Bucht angekommen und es war alles so dreckig, jetzt gibt es erstmal Waschtag. Und wir haben eine ganz besondere Aufhängtechnik entwickelt. Dann machen wir jetzt mit dem Rest der ganzen Klamotten hier. Deluxe Aufhängtechnik 2.0. Und wer hat diese wundervolle Aufhängtechnik erfunden? Elena ist ganz stolz drauf, aber sie ist die Inhaberin des Patentes. Und mit dieser Technik fädeln wir die einzelne Wäsche über den Arm auf. Und sie dann anschließend über dem Relingzaun aufzufädeln. Alle Segler werden uns bald danken. Ich sage es dir, das sieht man bald überall. Auf jedem Segelboot. So, und weil der Wind ja immer von vorne kommt, ist die Wäsche gleich in 20 Minuten, würde ich sagen, schon trocken. Gleich nach Ankunft angefangen mit unserer Ohana-Renovierung Teil 2, aber es ist alles gerade hier völlig unordentlich und uns fällt gerade so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ja, wie ihr seht, stecken wir gerade voll im Chaos. Hier sind so viele Bootsarbeiten, die über das Jahr liegen geblieben sind und wir nutzen gerade die ruhige Zeit hier an der Mooringboje in der ruhigen Ankerbucht,
Und haben wir gerade unser Radargerät schon aufgehangen und sind gerade am Verkabeln. Heute haben wir aber gesehen, dass es in den nächsten Tagen nochmal so richtig sonnig werden soll. Und haben gesagt, wir lassen das ganze Chaos jetzt einfach mal Chaos sein. Schnappen uns unser Zelt und die Isomatten, die Rucksäcke und wir gehen jetzt in die Berge wandern. Ich habe nämlich noch einen Gutschein von Elena gekriegt zum Geburtstag und den löse ich jetzt einfach mal ganz spontan ein. Im Dezember geht nämlich hier in Griechenland auch die Regenzeit los und deshalb lassen wir hier alles ganz spontan stehen und liegen, nutzen nochmal die letzten Sonnenstrahlen und flüchten vom Boot. Ja, das ist echt so geil. Es ist noch so warm. Wir haben echt noch so krasse Sommertemperaturen. Wir dachten irgendwie schon vor 2 Wochen, irgendwie, ja, Winter kommt jetzt. Und jetzt soll es nochmal richtig, richtig, richtig knackig warm werden. Also über 20 Grad. Und das genießen wir jetzt noch so richtig in vollen Zügen. Ob es im Zelt auch warm genug ist, ist die Frage. Das sehen wir dann, ne? Alles mit. Ja, wir brauchen eine größere Tasche. Ja! Wir haben jetzt hier ein richtig schönes Plätzchen gefunden, direkt am Wasser. Hier wollen wir unser Lager aufschlagen und ein, zwei Nächte hier pennen. Aber voll schade, hier liegt voll viel Müll am Strand rum irgendwie. Und Elena ist direkt dabei, das mal aufzusammeln. Ja, ist immer ein bisschen schade leider, an so wunderschönen Naturorten und so viel Müll rumliegen zu sehen. Dafür liebe ich dich. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends.
can just keep trying and I'll just keep saying I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me oh, wanna play. Ja, das ist gerade unsere Kaffeemaschine. Der Klebestreifen ist wieder aufgegangen. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da an unseren Kaffee ran? Aber echt, ja. Da kam gerade so ein Hubschrauber ganz dicht über uns geflogen und wir dachten schon, dann nimmt die gleich mit. Wir werden gleich verhaftet. Also vorbei mit Drohnenaufnahmen. Der Hubschrauber ist weg. Zurück zu unserer kleinen Ladedockingstation hier. Ja, ihr wisst ja, wenn wir immer unterwegs sind, dann haben wir immer ganz viel Equipment mit dabei. Die Kamera, Drohne, Laptop und alles muss geladen werden. Und auf Ohana ist das ja überhaupt kein Problem, da haben wir ja unser kleines Kraftwerk. Aber wenn wir mit dem Rucksack unterwegs sind, dann haben wir unsere kleine Jackery-Box mit dabei. Die ist echt mega cool, mega praktisch. Der ist super mini. Ich glaube, die ist 23 x 14 cm und wiegt 3 Kilo und passt wirklich in jeden Rucksack rein. Und damit können wir jetzt zum Beispiel gerade unseren Laptop mega gut laden. Und das ist echt ein Game-Changer. Also die haben wir jetzt immer mit dabei und können euch so mitnehmen und können so alles filmen und backuppen. Oder wir können, wie gestern Abend, ein kleines Candlelight-Date machen. Das war echt cool. Wir hatten hier unsere Lichterkerze an, wir hatten die Kerzen überall an, wir hatten den Laptop, hier haben einen Film geguckt und wollten dann auch draußen schlafen. Den Plan haben wir dann aber spontan geändert und sind dann doch ins Zelt rein, weil es zu kalt war. Ja. Aber es wäre eine schöne Idee gewesen. Unsere kleine Powerstation hier verlinken wir euch übrigens nochmal bei uns in der Beschreibung. Da könnt ihr euch einfach mal durchstöbern. Und natürlich gibt es auch einen Rabatt für euch. Wow, wir haben es echt geschafft. Wow. Atemberaubend. Das sind also diese besonderen Höhlen, von denen man uns berichtete. Höhlen. Was denkst du? Wo sind die Boote? Ja, ist schon beeindruckend. Also vor 5000 Jahren sollen hier die Menschen gelebt haben. Und es gibt noch überall Spuren und so. Echt richtig cool. Hast du schon welche gefunden? Nee, ich vermisse die Boote. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, das heißt kein Durchgang. Was denkst du? Ich will's mal probieren. Sieht so aus, als ob die da echt gelebt haben. 3000 vor Christus. Hier gab es mal Fischwasser wohl. Hier gab es mal irgendeine Quelle. No, it's a lot to take in. It's designed to know when, don't wait. Don't be scared when away,
Zurück zu Hause. Das war eigentlich eine richtig, richtig coole Wanderung. Das beste Geburtstagsgeschenk ever. Echt mega cool. Wir lieben ja unsere kleinen Wandertrips, aber auch wenn man nur ein, zwei Tage weg ist, wir vermissen einfach unsere Hana immer so sehr und freuen uns immer, wenn wir dann wieder da sind. Ja, jetzt zurück auf dem Boot. Geht's auf jeden Fall los mit unserer Bastelwoche. Also es gibt gerade jetzt vor der Regenzeit noch einige Stellen, die unbedingt gemacht werden müssen, abgedichtet werden müssen und ja, unsere Ohana-Bauzeit geht wieder los. Wir wollen noch einige Sachen einbauen. Das ganze Jahr sind wir durchs Mittelmeer gesegelt. Wir sind also im April in Portugal gestartet, sind dann durch die Straße von Gibraltar, hatten da echt mega Schiss wegen den ganzen Orcas, die da rumgeschwommen sind. Sind dann weiter über Formentera, Ibiza bis nach Menorca und von da aus bis nach Sardinien gesegelt. Auf Sardinien sind wir dann auf Grund gelaufen, hatten aber mega Glück, konnten uns selber wieder rausziehen und hatten wirklich nur ein paar Kratzer am Rumpf. Also es hätte echt schlimmer kommen können. Dann sind wir weiter nach Sizilien und sind dann hier vor etwa 2 Monaten in Griechenland angekommen. Wir sind insgesamt 2500 Meilen gesegelt dieses Jahr. Und jetzt wird es wirklich langsam kälter, auch hier in Griechenland. Man merkt, in einer Woche sind es irgendwie 10 Grad kühler geworden. Und deswegen haben wir uns eine ruhige Ecke gesucht, wo wir mit Ohana überwintern können. Man spricht ja immer von der Segelsaison. Und hier in Griechenland kann man wirklich so ab April bis November entspannt segeln. Und es ist warm genug, aber hier wird es auch irgendwann halt zu kühl zum Segeln. Und normalerweise liegen wir ja immer vor Anker, auch im Winter. Aber hier in Griechenland ist uns das einfach ein bisschen zu krass, weil hier ziehen regelmäßig die Medicains durch oder richtige Orkane. Und deshalb wollen wir hier einfach lieber geschützt sein und es ist uns ansonsten ein bisschen zu stressig, vor Anker zu liegen. Deswegen haben wir mit den ganzen Marinas und mit den Werften hier in der Umgebung Kontakt aufgenommen. Aber die wollen alle mindestens 600 bis 1000 Euro im Monat haben und das ist uns einfach wirklich zu teuer. Dann hatten wir aber richtig Glück und haben hier einen Segler kennengelernt, der seit über 35 Jahren hier auf seinem Segelboot lebt. Und der hat uns eine Mooringboje angeboten für 90 Euro im Monat. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Und er hat sie sogar extra für uns anfertigen lassen. Alles nagelneu, weil wir haben nämlich auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Mooringboje. Wir haben uns mal hier auch in Griechenland, in der Athen-Gegend, vor 2 Jahren eine Lagune 450 gechartert, nagelneu. Und haben die dann auch an eine Mooring gelegt. Und mitten in der Nacht kam dann der Kellner auf uns zu und meinte, ey, ist das euer Boot, was da hinten rumtreibt? Also die Mooringboje mit unserem nagelneuen Katamaran dran hatte sich einfach gelöst, ist gerissen, keine Ahnung. Und wir sind also mit Vollspeed mitten in der Nacht mit unserem Dinghy hin und hatten so ein Glück, haben das Boot wirklich kurz vor den Felsen noch gerettet. Die Badeleiter musste dran glauben, also wir waren wirklich schon mit der Badeleiter hinten auf den Felsen drauf. Und wirklich, die Propeller wären hinüber gewesen, ein paar Sekunden später. Also da hatten wir mehr Glück als Verstand. Die Mooringboje hier ist also 2,5 Tonnen schwer, ein riesiger 1,80 Meter großer Betonklotz, der unten konkav ist, dass er sich so richtig in den Meeresboden einsaugt oder festsaugt. Und das Ding soll wirklich Schiffe bis 25 Tonnen halten. So wurde uns jedenfalls versprochen und wir drücken ganz fest die Daumen. Wir bleiben jetzt also wirklich dann längere Zeit einfach hier an der Mooring, schmeißen unseren Ofen jetzt bald an, wenn es kälter wird und machen uns die Zeit hier richtig gemütlich. Und vielleicht gibt es ein paar von euch, die ein bisschen traurig waren, dass wir in dieser Folge nicht so viel auf Ohana waren. Da können wir euch versprechen, in der nächsten Folge geht es wieder rund um Boatlife und Bootsarbeiten, Vollstoff Ohana. Also freuen wir uns, wenn ihr da wieder dabei seid. Macht's gut, Schiff ahoi, Ohana ahoi und bis bald.